einen Riesenapplaus für unseren Bundestagsabgeordneten Herbert Frankenhauser. Ohne ihn wäre die Bundeskanzlerin heute nicht nach München nach Dudering gekommen. Bertie, jetzt musst du uns aber noch eines verraten. Wie hast du das geschafft, dass die Bundeskanzlerin heute nach Dudering kommt? Ich habe natürlich ein bisschen Erkundigungen eingeholt und weiß, dass die Bundeskanzlerin wahnsinnig gerne Bräuler isst. Kann es sein, dass die einfach einmal ein gescheites Bayerisch-Händel haben wollte? Das kann ich nicht ausschließen, aber ich denke, überwiegend war es meinem bekannten bayerischen Charme zuzusprechen, dem sie nicht widerstehen konnte. Bertie, sowas haben wir uns auch gedacht. Und wir haben aber heute nicht nur einen Tag zu feiern, nämlich dass die Bundeskanzlerin zu uns kommt, sondern, Bertie, weißt du, was heute vor 40 Jahren war? Keine Ahnung. Auch da habe ich als dein hoffentlich Nachfolger ab September ein bisschen recherchiert. Du bist auf den Tag genau vor 40 Jahren als ehrenamtlicher Stadtrat der Landeshauptstadt München vereidigt worden. Das heißt, heute ist Herbert Frankenhauser 40 Jahre lang Mandatsträger. Mandatsträger für München, für den Münchner Osten, für Sie alle, für uns alle, seit 40 Jahren aktiv in der Politik, für die Bürgerinnen und Bürger hier in München, hier im Münchner Osten. Und ich, meine Damen und Herren, das ist ein Riesenapplaus wert. Das hast du jetzt recht schön gesagt, aber jetzt wissen fast alle Leute, dass ich schon ein alter Knabe bin. Vielen Dank. Und lieber Bertie, eines deiner ersten Wahlplakate hatte den Slogan: Eine löwenstarke Stimme in Bonn. Und aus diesem Grund, und weil ich auch weiß, welchen Münchner Fußballverein du die Daumen drückst, habe ich für dich, haben wir besorgt, einen großen bayerischen Löwen, natürlich mit Original 60er Trikot. 40 Jahre Herbert Frankenhauser. Herzlichen Dank. Vergelt's Gott, lieber Bertie. Bedanke mich. Wer so lange dem Verein angehört wie ich, über 53 Jahre, davon nur 50 Jahre Ärger und Sorge. Lieber Bertie, vielen Dank und alles Gute, insbesondere auch in den nächsten Monaten. Fragen, wieso kommt die Kanzlerin nach Dudering? Und da gibt es natürlich viele gute Argumente. Die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben, einmalig in der 1200-jährigen Geschichte des Ortes. Wir sagen, Dudering ist natürlich auch etwas Besonderes. Das Beste aus Bayern, Laptop und Lederhose, viele Vereine, aber auch die Messe, Gartenstadt und Großstadt. Wir haben bedeutsame örtliche Mandatsträger hier, vom Pfarrer Herbert Kellermann angefangen, über die Bezirksräte Steinberger und Spittelbauer bis zu den Stadträten Podjuk und Kronawitter. Und, liebe Frau Bundeskanzlerin, wir haben uns nicht lumpen lassen mit dem Empfang. Die Böllerschützen und die Fahnenabordnungen aus dem Münchner Osten sind extra für Sie heute alle gekommen. Und wir haben auch ein Plakat gehabt für diese Veranstaltung. Die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben: Wir haben das schönste Kanzlerinnenplakat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland entworfen. Willkommen in Dudering und im wunderschönen Münchner Osten. Ja. Und liebe Frau Bundeskanzlerin, Sie haben es gerade schon gehört, das Plakat unserer Kanzlerin wurde auch mit viel Herz entworfen, wie es sich für die Weltstadt München, die Weltstadt mit Herz, gehört. München, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist toll. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass wir heute einige Gäste vom diplomatischen, vom konsularischen Korps begrüßen dürfen.
den amerikanischen Generalkonsul Bill Möller und den französischen Vizegeneralkonsul Florent Chauvel werden, die beiden werden mir hier zustimmen. München ist einfach wunderbar. Und wir wollen natürlich auch, dass München noch besser wird. Stichwort Wohnungsbau. Und hierfür steht ein Mann, unser Oberbürgermeisterkandidat Josef Schmidt, dem ich von dieser Stelle an nochmal herzlich gratulieren möchte zu seiner Nominierung. Sowie die gesamte Stadtratsfraktion, die ich hier auch begrüßen möchte. Liebe Frau Bundeskanzlerin, ein weiterer guter Grund, nach München, nach Trudering zu kommen, ist natürlich, dass Sie dann auch in Bayern sind. Und wenn wir sagen, wir wollen München noch besser machen, dann muss ich sagen, in Bayern, da sind wir schon spitze. Und nur notorische Miesepeter oder möchtegern Ministerpräsidenten würden bei dieser Bilanz noch ein Haar in der Suppe finden. Platz 1 bei Wirtschaftsdaten, Platz 1 bei Bildung und Ausbildung, Platz 1 bei der sozialen Balance und seit 8 Jahren keine Neuverschuldung. Der Freistaat Bayern, meine Damen und Herren, spielt nicht nur in der Champions League. Wir stehen an der Spitze. Wir stehen dort, wo die anderen alle hinwollen. Wir stehen dort, wo auch der FC Bayern München in 10 Tagen sein wird. Wir sind Spitze! Frau Bundeskanzlerin, gemeinsam mit den anwesenden Landtagskollegen an der Spitze unter Staatsminister Dr. Ludwig Spähnle rufen wir Ihnen das zu, was auch der bayerische Ministerpräsident in diesen Tagen oft zu sagen pflegt: Willkommen in Bayern, willkommen im Paradies. Ja, lieber Markus, als neuer Bundestagskandidat wirst du es mir nachsehen, aber erlaube ich mir auch einen Blick über Bayern hinaus. Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist nämlich nicht mehr der kranke Mann Europas, sondern die Wachstumslokomotive in der Europäischen Union. Bei Regierungsübernahme durch Angela Merkel hatten wir 5 Millionen Arbeitslose, heute den höchsten Beschäftigungsgrad seit der Wiedervereinigung. Und Steinbrück, meine sehr geehrten Damen und Herren, und erlauben Sie mir die Spitze, den sich die örtliche CSU dieses Jahr nicht leisten konnte, nach Trudering zu bringen, hat eine Netto-Neuverschuldung hinterlassen von 86 Milliarden Euro. 2014 kann ein strukturell ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Diese Beispiele, meine sehr geehrten Damen und Herren, zeigen, es ist eben nicht egal, wer Deutschland regiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich würde ich mich als Ihr örtlicher Bundestagskandidat gerne selber vorstellen noch, aber wir haben noch genügend Gelegenheit dazu. Ich weiß, Sie sind heute wegen einer Frau hierher gekommen, unserer Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Und so sage ich, liebe Frau Bundeskanzlerin, willkommen in München, willkommen bei uns daheim.